kaum zu glauben, dass es nur dieser Mauern bedarf, um den Lärm draußen zu halten. Die Menschen kommen hierher, um zu einem der größten erhaltenen Bronze-Buddhas aus dem alten Königreich Sukhothai zu beten. Krasser kann der Gegensatz nicht sein. Nirgends wird so viel Geld verdient und nirgends wird so viel ausgegeben wie in Bangkok. Diese Stadt ist eine der bekanntesten Shopping-Metropolen der Welt. Trotzdem haben die Menschen eine tiefe Religiosität bewahrt. So bietet man ansässigen Geistern beim Neubau eines Hauses kleine Schreine als Ersatzwohnungen in Miniaturform an. Selbst wenn es sich dabei um ein Shoppingcenter handelt. Unter der neuen Trasse des Skytrains befindet sich der berühmteste aller Schreine, geweiht dem Elefanten Erawan, dem Reittier des Hindu-Gottes Indra. Er wurde 1956 errichtet, nachdem es beim Bau des Erawan-Hotels zu vielen Unfällen gekommen war. Der Schrein wurde gebaut und die Unfälle hörten auf. Darüber hinaus gibt es in Bangkok mehr als 400 Tempel. Früh am Morgen. Noch ist es angenehm kühl. Alles findet hier auf dem Wasser statt. Die Frauen erledigen bereits ihre Einkäufe. Und die Männer sind auf dem Weg zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit sind, genau wie bei uns, immer einige spät dran. Wir haben keine Eile, aber Hunger. Zum Frühstück halten wir an einem der zahlreichen Imbissboote und kaufen frittierte Bananen. Ein ausgeklügeltes System aus Körbchen und Stock hilft bei der kleinen Transaktion. So gestärkt steht dem Marktbesuch nichts mehr im Wege. Einen schwimmenden Markt gibt es in Thonburi auch, aber Pla, die Tochter unserer Köchin, begleitet uns auf einen mit festem Boden. Dort ist das Erklären etwas einfacher. Zum Beispiel über die Unterschiede bei den Chilis. Man muss sie mit Sorgfalt auswählen. Wir lernen, je kleiner, desto schärfer. Und die ganz kleinen Grünen sind tödlich. Da wir das Essen überleben wollen, kaufen wir nur die größeren roten Chilis. Unser Weg führt uns nun in die überdachte Abteilung des Marktes, wo Fisch und Fleisch angeboten werden. Unterschiedlichste Gerüche steigen in die Nase, aber die Augen können sich nicht satt sehen an all den herrlich frischen, wenn auch zuweilen sehr exotischen Waren. Gut, dass wir mit fachkundiger Anleitung unterwegs sind. Da hat man fast das Gefühl, hier nicht nur Tourist zu sein, sondern sich schon richtig auszukennen. Naja, fast. Alle Einkäufe im Boot verstaut, machen wir uns mit unserer Beute auf den Weg zum Thai-Haus, wo man uns schon erwartet. Das Thai-Haus ist ein großes, traditionelles Gebäude aus Teakholz mit einem identischen kleinen Geisterhaus, wo sich die beim Hausbau vertriebenen Erdgeister nun niedergelassen haben. Die Schlafräume sind in der oberen Etage und gegessen wird unten im großen Saal. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt wird erst einmal gekocht. Pip, die Hausherrin, erklärt die Zutaten für gebratene Nudeln nach Thai-Art. Mit viel frischem Gemüse, Kräutern und wenig Fett gehört die thailändische Küche zur gesündesten der Welt. Alle Zutaten werden erst einmal klein gehackt, denn beim Braten im Wok muss es schnell gehen. In einem Esslöffel Öl werden dann die Eier gebacken.
die vorher in heißem Wasser eingeweichten Reisnudeln dazu, alles gut verrühren und mit Tamarindensoße würzen. Schweinefleisch, Tofu und Shrimps werden einzeln vorher angebraten und erst jetzt wieder zugegeben. And after that, shrimp in the middle. Yeah, okay, cover it. Wer es mag, gibt nun fein gehackte Erdnüsse dazu und eine Handvoll Sojabohnensprossen. Der grob geschnittene Schnittlauch schmeckt nicht nur gut, er sieht auch schön aus. Und frischer Koriander darf natürlich auf keinem thailändischen Gericht fehlen. Jetzt geht es ans Probieren. Allen scheint's zu schmecken und Pip strahlt. Okay. Wer nun glaubt, es sei gar nicht so schwer, in die Geheimnisse der thailändischen Küche einzutauchen, sollte einen Ausflug zu einem der großen Nachtmärkte unternehmen. Dort wird er schnell eines Besseren belehrt. Was die Thais in ihrer großen Essenslust erfunden haben, ist unbeschreiblich. Die heutige Thai-Cuisine ist aber nicht die Küche des einfachen Volkes. Die raffinierten Gerichte waren eigentlich den Palastbewohnern vorbehalten, denn sie stammen aus der königlichen Küche. Schön, dass sie den Weg nach draußen gefunden haben. Wir können uns kaum entscheiden bei diesem scheinbar unendlichen Angebot. Und Fremde lässt man auch sehr gerne vorher mal probieren. Die Thais sind ungeheuer stolz auf ihre Küche. Und ein Lob aus Fremdem, wenn auch Chili verbrannte Munde, lässt überaus glückliche Menschen zurück. Der Bau der Tempelanlage des Wat Pra Keo und des Königspalastes begann 1782, als Bangkok Hauptstadt wurde. Die Königsfamilie wohnt zwar nicht mehr hier, aber der Tempel birgt die bedeutendste heilige Buddha-Figur des Landes. Der Baustil des großen Palastes vereint europäische und siamesische Architekturstile und setzt sich aus etwa 100 Gebäuden zusammen. Fast alle Oberflächen sind mit faszinierenden Mosaiken bedeckt, viele aus Perlmutt oder vergoldeten Glasstücken. Europäische Besucher kommen da kaum aus dem Staunen heraus. Für Thais ist die Hauptattraktion aber etwas ganz anderes. Viel kleiner und der Legende nach von einem Blitzschlag aus einem Gipsmantel befreit. Ein kleiner Smaragdbuddha. Ganz anders als im erhabenen großen Palast findet man im ältesten Tempel Bangkoks, dem Wat Po, die lebhaftesten Vorführungen und Traditionen. Seine ältesten Gebäude stammen aus dem 16. Jahrhundert. Und die Mimik der steinernen Wächter lässt kaum Zweifel an der Bedeutung des zu bewachenden Objektes. Unglaublich aufwendige Verzierungen aus Porzellanmosaiken schmücken die Wände der meisten Gebäude. Man erzählt sich, dass es zu Beginn eine Art Recyclingmaßnahme war. Die Mosaiken bestanden aus Scherben chinesischer Keramik. Im Mittelpunkt der Anlage befindet sich der Haupttempel, in dessen Wandelhalle man 400 vergoldete Buddha-Statuen bestaunen kann. Das Besondere? Jede trägt andere Gesichtszüge. Meter hoch und 42 Meter lang. Die Hauptattraktion des Wat Po, der liegende Buddha. Er besteht aus Ziegeln und Zement und ist vollständig vergoldet. Auf den Sohlen seiner überdimensionalen Füße kann man die 108 Glückssymbole erkennen. Eine ganz feine Intarsienarbeit aus Perlmutt. Und apropos Glück. Wer dem Glück ein wenig nachhelfen möchte, wechselt sich in der Nähe der Fußsohlen einen Becher mit Münzen ein und wirft sie dann, eine nach der anderen, in die 108 aufgestellten Messingschalen.
Und obwohl es ihr peinlich ist, schummelt diese Dame am Ende ein bisschen. Denn um das Glück zu bestechen, gehört in jede Schale eine Münze. Die eingewechselten Münzen sind aber leider nicht abgezählt, sondern nur gewogen. Draußen vor der Halle kann man übrigens den Erfolg sofort nachprüfen. Hier arbeiten die besten Wahrsager des Landes. König Rama III. Gründete im 19. Jahrhundert auf dem Gelände des Wat Pho die erste offene Universität des Landes. An den Wänden der kleinen Pagoden sind die Inhalte vieler Lehrbücher ausgestellt, insbesondere über die traditionelle thailändische Heilkunst. Die renommierteste Massageschule des Landes unterrichtet bis heute die berühmte Thai-Massage, die der chinesischen Akupunktur und dem indischen Yoga verwandt ist. Und so wie es Rama III. Gedacht hatte, ist die Schule offen für jeden, ungeachtet seiner Herkunft, also heute auch für Schüler aus aller Welt. Der Fluss der Könige, der Chao Phraya, ist Bangkoks Lebensader. Und obwohl auch hier viel Verkehr herrscht, ist eine Flussfahrt ein geruhsames Unterfangen. Begleitet von traditioneller Kim-Musik und Tänzen führt die romantische Dinner-Cruise vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und trotz der Ausstattung mit modernster Technik ist unser Fortbewegungsmittel eine echte antike Reisbarke aus massivem Teakholz mit einem Dach aus Bambusstäben. Das Dinner besteht aus einem 6-gängigen Menü, in dem Spezialitäten aus sämtlichen Regionen Thailands vertreten sind. Ausgerechnet während das Essen serviert wird, passieren wir den Tempel des Smaragd-Buddhas. Während man sich dringend auf die Köstlichkeiten auf dem Tisch konzentrieren möchte, gleitet Wat Arun, der Tempel der Morgenröte, vorbei. Und gleich darauf das Bootshaus der königlichen Barkensammlung, angestrahlt wie im Märchen. Man ist hin und her gerissen zwischen den Attraktionen draußen und dem, was an Bord geboten wird. Denn alle Gerichte werden liebevoll beschrieben und ihre Herkunft erklärt. Aber zum Glück gibt es eine zweite Chance. Das Schiff legt die gleiche Strecke ja nochmal zurück. Jetzt heißt es nur noch genießen und sich treiben lassen in der umschmeichelnden Wärme. Denn bei diesem Licht betrachtet, ist Bangkok eine ganz und gar unaufgeregte Stadt. Wer durch Ahrenshoop streift, kommt an der Kunst gar nicht vorbei. Sie sitzt auch sozusagen schon mal am Nebentisch. An der Hauptstraße reihen sich Läden und Galerien aneinander. Und mittendrin ballt sich ein Stück Malerkolonie-Geschichte. Die bunte Stube entstand schon in den 1920er Jahren für Ausstellungen und den Verkauf von Büchern, Kunst und Kunsthandwerk. Nur wenige Schritte weiter, Richtung Strand, liegt der Kunstkarten. Eröffnet 1909 als erste Galerie. Seitdem hat es immer wieder Berufs- und Hobbykünstler hierher gezogen. Zu letzteren zählt sich der Ahrenshooper Bürgermeister Hans Götze. Die Historie des Ortes zu kennen, ist ihm Profession und Leidenschaft gleichermaßen. Es war zur gleichen Zeit wie in Worpswede. Da gingen die Maler von Wustrow kommend am hohen Ufer entlang und entdeckten ein Dorf, was sie überhaupt noch nicht kannten. Und ich denke, das war ja gerade zur Zeit der Künstlerkolonie-Entstehung üblich, dass man in Landschaften gegangen ist, die unberührt waren, die noch nicht verfälscht waren durch irgendwelche industrielle Bauten. Zum anderen kommt dann zu, dass wir hier zwischen Ostsee und Botten ein ganz besonderes Licht haben. Das heißt, ein Licht, was durch die Reflexion der Wasserflächen sehr intensiv ist, fast mediterran. Licht und Schatten fängt Hans Götze selbst lieber grafisch ein. Die Maler, die das Künstlerdorf begründeten, hinterließen ihre Werke in Öl. Also der erste, der es entdeckt hat, war Paul Müller-Kempf, der gemeinsam mit Oskar Frenzel von Wustrow kommend hier gegangen ist. Und von den Frauen natürlich Elisabeth von Eycken. Elisabeth von Eycken hat sich ihr Haus gebaut und hat ihre Malschule dort betrieben.
und war eigentlich auch die in ihrer Malweise mit die modernste. Und viele, viele folgten. Selbst zu DDR-Zeiten genoss Ahrenshoop einen Sonderstatus. Kein Wunder, an Motiven mangelt es hier nicht. Glück sucht sich hier jeder auf seine Weise. Horizont, die Ostsee, davor ein Streifen Land mit Straße und dann beginnt schon der Bodden. Ein schwach salzhaltiges Brackwasserbecken, etwa 200 Quadratkilometer groß und am gegenüberliegenden Ufer von der Festlandsküste gesäumt. Bei so einer Lage steht natürlich Fisch immer auf den Speisekarten der Restaurants und Strandbuden. Seine verfeinerte Zubereitung lässt sich in einem Kochkurs in Wiek erlernen. Sternekoch Kurt Jäger legt Wert auf frische Zutaten. Erste Station, die Kapuzinerkresse. Wichtig, die kleinen Blätter, die nicht so scharf sind wie die großen, die zupfen wir ab. Auf 4000 Quadratmetern wächst im chemiefreien Kräutergarten des Hotels Haferland alles, was essbar, lecker und gesund ist. Auch fast vergessene Gemüsesorten. Das ist doch eine. Klasse Teil, die Urmöhre. Mhm. Eigentlich eine relativ seltene Möhre, ausgestorben fast, aber wieder aktiviert jetzt. Das Besondere daran ist einfach die Farbe, die so zu einem Drittel diese Farbe behält nach innen und ganz innen der Kern ist wiederum wie die normale Möhre, aber vom Geschmack her, und das ist das Schöne, schmeckt die halt dreimal Möhre. Dem Gang durch den Kräutergarten folgt dann die Lektion am Herd. So, für unser Fischgericht heute haben wir ganz frischen, schönen, na, wie heißt der? Was könnte das wohl sein? So, der muss mal runter natürlich. Da gibt es einen schönen Fischfond. Das ist ein Zander, ne? Der ist richtig aus dem Boden hier. Woran sehe ich jetzt, dass das ein Zander ist? Na, das ist einfach die Farben, die Farbe. Und ich meine, ich muss ja schon glauben vom Fischer jetzt, dass es ein Zander ist. Für unser Zandergericht werden nun die gesammelten Kräuter verlesen und im Mixer zusammen mit Brotwürfeln zerkleinert. Das gibt nachher die Kruste für die Fischfilets. Mmh. Ach, da kommt ja der ganze Kräutergartenduft raus. Fantastisch. Inzwischen schnibbeln Nadine und Anja Tomaten und Schalotten für den Risotto. Er wird mit Olivenöl angedünstet. Sodann mit Brühe und Riesling-Sekt aufgekocht. Die Urmöhre färbt das Ganze zart rosa. Kresse und Taglilienblüten würzen pikant. Unter der Paste aus Fenchelkraut, römischem Ampfer und anderen Kräutern garen die Zanderfilets schließlich durch. Kein großer Aufwand macht hier den Geschmack, sondern die frischen und guten Zutaten. Voilà, schließlich entsteht ein Hauptgang, wie er sich in jedem Edelrestaurant sehen lassen kann. Mit Zander aus dem Bodden und Geschmacksnoten aus dem Kräutergarten. Der Stadtstrand von Nizza kommt daher wie eine öffentliche Hotelterrasse. Weichen Sand sucht man hier vergeblich. Der Weg ins Wasser ist steinig. Närrische Deko an der Masttischdecke. Der lässig elegante Stilmix lässt Raum für Plastikstühle und Champagner. Die Baie des Anges, die Bucht der Engel, macht ihrem Namen alle Ehre. An ihre Kurven schmiegt sich über 5 Kilometer die Promenade des Anglais. Markanteste Silhouette, das Hotel Negresco. Als erste Dauertouristen kamen im 19. Jahrhundert gut betuchte Briten, um zu überwintern. Eindrucksvolle Belle Epoque-Bauten entstanden, wie das ehemalige Hotel Excelsior Regina Palace, extra gebaut für Queen Victoria. Heute ist es in exklusive Privatwohnungen unterteilt.
Ach ja, die Farben des Winters am Mittelmeer. Orange gehört unbedingt dazu. Ein Besuch auf dem Markt ist immer eine gute Gelegenheit, ein wenig einheimisches Flair zu genießen. Der von Nizza liegt am Ende der Bucht, malerisch zwischen alten Fischer- und frühen Bürgerhäusern. Frischer geht's nicht. Der Hafen ist nicht weit. Mondän sieht er aus. Genau wie diese zwei Plastikgrazien mit ihrem guten Überblick über die Edeljachten. Dass die Stadtvillen so italienisch anmuten, ist kein Zufall. Angelegt wurde das Hafenviertel unter der Herrschaft des Hauses Savoyen. Von hier aus lassen sich gleich mehrere touristische Ziele Nizzas anfahren. Wir wählen das Hügelchen, den Schlossberg, wegen der grandiosen Aussicht, zum Beispiel auf den Hafen. Auf der anderen Seite, jenseits des Friedhofs, bekommt der Filmtitel Über den Dächern von Nizza eine ganz reale Bedeutung. Mit dem Blick auf die Engelsbucht verabschieden wir uns erstmal von Nizza. Wir wollen ja schließlich noch der Spur der Mimosen folgen. Wir haben noch eine Verabredung in Tourette-sur-Loup beim Blütenkoch Yves Terrion. Er gibt Kochkurse, in denen wir lernen, mit duftenden Pflanzenteilen zu würzen. Sogar mit Mimosenaroma, wie wir noch sehen werden. Für den Hauptgang hat sich Yves ausgedacht, Kabeljaurücken mit Veilchen zu füllen. Dazu gibt es eine gehaltvolle Buttersoße aus Schalotten, Weißwein, Essig und Crème fraîche. Während der Fisch leicht gesalzen in den Ofen wandert, ist es schon mal Zeit für den Aperitif. Prosecco mit Veilchenlikör. Das blanchierte Gemüse aus Möhren, Fenchel, Erbsen, Karotten, Zucchini, weißer Rübe und Frühlingszwiebeln kommt als erstes auf den Teller. Dann der Fisch, nochmal garniert mit Veilchen. Natürlich wird das Ergebnis der vormittäglichen Arbeit gemeinsam genossen. Und dann darf es nochmal Mimose sein. In Form von aromatisiertem Zucker gelangt sie an die ersten frischen Erdbeeren. Das Ganze gebettet auf Ananas in Mimosengelee. Was für eine Pflanze. Eine andere Côte d'Azur. Hier regiert die Gelassenheit. Hier regieren Licht und Wasser und Wind. Der Mensch ist nur Gast. Ins Wasser geht noch keiner, aber ein Sonnenbad ist selbst im Winter ein Genuss. Oft peitscht zu dieser Jahreszeit der Mistral die Küste und vertreibt Wolken und schlechtes Wetter. Im Blick in die Unendlichkeit genoss nicht nur die Aristokratie. Auch die Dichter fühlten sich vom Leben der Bourgeoisie angezogen. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein und Aldous Huxley weilten gern und oft an der Côte d'Azur. Huxley ließ sich hier gar nieder, in diesem Haus in Sanary-sur-Mer. Die ehemalige Hauptstadt der deutschen Literatur gehört heute ganz den Freizeitkapitänen und den Fischern. Die richtig fetten Yachten dürfen hier nicht anlegen. Sanary will Sanary bleiben. Ein Ort der Ruhe und der Gemächlichkeit. Ein Ort für Menschen, die ihr ganzes Leben am und mit dem Meer verbringen. Frisch ist hier wirklich frisch. Während andere Fischerdörfer ihren Namen nur zur Schau tragen, fahren die Fischer von Sanary-sur-Mer noch jeden Morgen aufs Meer. Hier inszeniert kein Fremdenverkehrsamtsleiter eine Touristenattraktion. Das hier ist ganz normaler Alltag.
60 Gramm. C'est bon? Je vous le nettoie. Voilà, 40. Was hier mit entschiedener Hand zurechtgeschnippelt wird, landet alsbald im Topf eines Meisterkochs. Denn nicht weit von Sanary-sur-Mer, ein paar Kilometer landeinwärts, erwartet den Schau- und Kochlustigen eine wahre Offenbarung. Was mache ich nur mit so einem toten Fisch? Hier gibt's die Antwort, in Cadières d'Azur. Auf den Reisenden aus dem Norden wirkt das winterliche Cadières wie aus einer anderen Welt. Ein Wirklichkeit gewordener Reiseprospekt. Noch träumt Cadières vor sich hin. Die Touristen kommen erst im Sommer. Und mit ihnen auch das Geld. Während auf dem Marktplatz die Farben um die Wette strahlen, schluckt das Gewirr aus Gassen alle Sonne. Die genauso hohen wie mächtigen Mauern verraten eine lange Geschichte, die diesmal jedoch ohne grauslich geköpfte Heilige auskommt. Der hier den Fischkörper tranchiert, heißt René Berard und gehört zu den 240 Meisterköchen Frankreichs. Nur geschickten Händen gelingt es, René Berard nachzueifern. Der Captain ist eigens aus Südafrika angereist, um zu erfahren, was man mit toten Fischen so alles machen kann. Bevor der Rouget jedoch in Safran und Pastis schmoren darf, steht das Fach Kräuterkunde auf dem Stundenplan. Im Garten der Berards entdeckt dann auch der gemeine Stadtmensch ein ganz tolles Körperteil, die Nase. Wenn die Nase nicht mehr weiter weiß, hilft Madame Berard. Welcher Flugkapitän kann schon Salbei von Basilikum und Thymian von Rosmarin unterscheiden? Im Garten der Berards findet sich so manches Geheimnis. Dann vergisst der Chef auch mal seine Schutzbefohlenen und freut sich, ganz allein, seiner Schätze. Minze und Lorbeer pflücken, Artischocken, Paprika und Tomaten auftürmen, Zwiebeln schneiden und Fenchel ebenso. René Berard macht zum Erlebnis, was zu Hause oft nur Mühe macht. Für Vollpension sorgt jeder nach eigenem Gutdünken. Eine Fischsuppe im Rohbau, eine Küchenmarkt beim Pro-Seminar Ich und mein Kochtopf, ein ganzer Schwarm Fischfilets kurz vor dem letzten Gang. Auch und gerade genießen will gelernt sein. Für René Berard ist derartige Kochkultur ganz selbstverständlich, für manch einen seiner Gäste weniger. Wenn ich koche, dann am liebsten draußen im Garten. Ich mache den Grill an. Ansonsten Spaghetti mit Fleischbällchen. Das kann ich auch. Diagnose Kulturschock. Was werden die Kumpels nur sagen, wenn Gary demnächst tranchierte Fischballs in Salbei-Pastis-Marinade anbietet? Merci d'avoir partagé l'art de vivre en Provence. Pour Gary. Merci. Und wenn die Freunde aufmucken, einfach das Gourmet-Diplom zeigen. Im nächsten Jahr vergnügen die sich dann beim Barbecue à la Berard. Staunende Blicke aller Orten. Kaum zu fassen. Das haben wir gekocht? Vergessen sind die einheimischen Meatballs, vergessen auch die Eier in grüner Soße. Drei Kontinente vertragen sich ganz prima. Was man mit toten Fischen so alles machen kann. Bali ist eine der fast 14.000 Inseln des indonesischen Archipels. Sie zählt zu den kleinen Sunda-Inseln und ist mit 5.500 Quadratkilometer gerade mal doppelt so groß wie das Saarland. Bali. Mit dem Namen verbindet sich die Vorstellung vom Paradies auf Erden, wo die Menschen immer freundlich sind und von der Natur üppig beschenkt wurden. Der nördliche Teil der Insel ist vom Massentourismus unberührt. Ein Reiseziel für Individualisten. Ganz im Westen liegt die Hafenstadt Gilimanuk. Bis Singaraja, der zweitgrößten Stadt Balis, sind es ca. 80 Kilometer. Von Singaraja bis Ubud, der Künstlerkolonie, sind es 65 Kilometer. Und dazwischen gibt es viel zu entdecken. Früh aufstehen lohnt sich, wenn man den Markt in Sererit erleben möchte. Denn ab 10 Uhr wird wieder eingepackt. Einen guten Preis aushandeln gehört unbedingt dazu. Allerdings ist das hier eher eine ruhige Angelegenheit. Denn die Balinesen würden sich nie anschreien. Wer laut wird, verliert sein Gesicht. Kleine Tütchen aus Bananenblättern, gefüllt mit bunten Blüten, sind auf jedem Markt zu finden. Gespickt mit Räucherstäbchen wird daraus eine Opfergabe, die den Marktfrauen gute Geschäfte bescheren soll.
Das Angebot an Obst und Gemüse ist ebenso vielseitig wie bunt. Und der Marktbesuch ist ein guter Auftakt für eine Tour, um Land und Leute und Kultur kennenzulernen. Nicht weit von Sererit entfernt auf der Fahrt in die Berge liegt das nächste Ziel unserer Nordtour. Der buddhistische Ashram, Brahma Arama Vihara. Er ist der einzige buddhistische Tempel im Norden Balis. Hauptsächlich chinesische Buddhisten kommen hierher, um zu meditieren. Die Meditations- und Gebetsräume dürfen auch von Besuchern betreten werden. Barfuß, versteht sich. Und man muss sehr, sehr leise sein. Heiliges Wasser aus heißen Quellen. Allerdings die 38 Grad bringen nicht die erhoffte Abkühlung. Dafür enthält das Wasser Sulfat und Kalium. Das regt die Durchblutung an und gilt als besonders heilsam bei Hautkrankheiten und Arthritis. Die Quelle Air Panas ist sozusagen ein öffentliches Kurbad im tropischen Garten. Von Banyar aus schlängelt sich eine gut asphaltierte Straße hoch in die Berge bis nach Munduk. Munduk liegt inmitten der Plantagen des zentralen Hochlandes. Und voilà, das sind die Plantagen. Keine Monokulturen, wie wir sie kennen, sondern scheinbare Wildnis, soweit das Auge reicht. Im Schatten der Kokospalme zum Beispiel reift der Kaffee. Bali ist bekannt für die sehr gute Qualität. Und der Kaffee ist das landwirtschaftliche Hauptexportgut der Insel. Exotische Früchte wachsen neben scharfem Pfeffer, der wiederum neben den Kakaopflanzen. Mate kennt das nicht anders und findet es auch gut, denn so gibt es in den Plantagen immer etwas zum Ernten. Aus Bambus schnitzt er sein Werkzeug. Dieser Haken dient als verlängerter Arm bei der Avocado-Ernte. Mate arbeitete schon als kleiner Junge in den Plantagen. Seit Generationen hat sich an den Erntemethoden nichts geändert. Am Fuß des 1860 Meter hohen Agun Lesong liegen zwei Bergseen, der Templingan und Buyan. Einer der schönsten Ausblicke im zentralen Hochland. Die Tempelfeste auf Bali sind wohl die farbenprächtigsten überhaupt. Kunstvolle Opfertürme werden zu Hause zusammengesteckt und oft von weit her mitgebracht. Hier feiert der Tempel in Ubud Geburtstag, den Odalan. Begleitet von Gamelan-Musik wird der Jahrestag alle 210 Tage gefeiert, denn das Bali-Jahr ist kürzer. Angesichts der vielen tausend Tempel reißt die Kette der Odalans nie ab. Während einer Bali-Reise kann also jeder irgendwann einen Odalan miterleben. Die Zeremonie der Tempelfeste ist recht kompliziert. Die Rituale bestehen aus Opfern, Beten und Segnen. Sie wiederholen sich dreimal. Erst dann ist das Sakrament, das den Kontakt zwischen dem wahren Gott und dem Gläubigen symbolisiert, beendet. Um bei dem Tempelfest dabei sein zu können, gibt es für Besucher strenge Auflagen. Ein einfacher Sarong genügt dafür nicht.
Es lohnt sich aber, die strenge Kleiderordnung zu erfüllen, um diese außergewöhnliche Stimmung hautnah mitzuerleben. Nach der Zeremonie werden die Opfergaben wieder mit nach Hause genommen und im Kreise der Familie verspeist. Früh übt sich, wer eine anmutige Tänzerin werden will. Denn die komplizierten Bewegungen und Schritte sind genauestens vorgeschrieben und lassen keinerlei Improvisation oder Interpretation zu. Neoma Suastini achtet auf jede Kleinigkeit, Finger, Kopfhaltung, sogar die Augenbewegungen müssen stimmen. Der Barong-Tanz ist einer der wichtigsten Tänze Balis. Denn er handelt vom Weltverständnis der Balinesen, vom ewigen Kampf zwischen den Mächten. Die Hexe Rang Da verkörpert das Böse und frisst kleine Kinder und bekämpft die Menschheit. Würde der Barong den Menschen nicht zur Seite stehen, sie wären verloren. Der Barong wird unterstützt von Kriegkämpfern. Aber die böse Hexe verzaubert die Dolche, die sich gegen die Kämpfer richten. Der Barong aber sorgt dafür, dass sich die Männer nicht verletzen. Und am Schluss flieht Rangda. Getötet wird sie nicht. Denn das Gute kann ohne das Böse nicht existieren. Der Markt in Gianya dauert den ganzen Tag, im Gegensatz zum kleinen Dorfmarkt. Und ist riesengroß. Die Gäste von Agun Mas sind keine Besucher, sondern kaufen ein. So ist der Markt keine Besichtigung, sondern ein Erlebnis. Schnelle Besorgungen können auf einem Markt nicht getätigt werden. Kein Marktstand hat alles. Und Agun Mas ist eine kritische Kundin. Geht von Stand zu Stand, sucht sich die beste Ware aus und handelt, wie es sich eben auf einem Markt gehört. Kein Einkauf, ohne auch den Göttern und Dämonen etwas mitzubringen. Blüten für die mehrmals täglichen Opfergaben. Machen wir fast jeden Tag, damit es uns gut geht. Gemeinsam wird geschnippelt, gehackt und zerlegt. Hier entsteht Sambal Bali, eine Gewürzpaste. Sambal Bali ist eigentlich unsere Hauptsache jetzt, Hauptgericht. Also das zentrale Thema für uns heute ist Sambal Bali. Wichtigstes Küchengerät, der Mörser. Soll ich zeigen, wie man das macht? Ja, so muss man ziehen, so damit man nicht drücken. Dann wieder ziehen und dann drücken. Ziehen. So, Zitronengras, Limonen und Lorbeerblätter, Ingwer, Kurkuma und Kampfer und Kokosnuss. Das sind nur einige der vielen Zutaten. Magst du auch probieren, Raspel? Ah, ich darf probieren zu futtern, das kann ich besser. Das ganze Sambal Bali ist ein aufwendiges Gericht. 3 Stunden müssen eingeplant werden, denn alle Zutaten werden separat angebraten. Wer Sambal Bali nachkochen will, lädt sich am besten einige Gäste schon zum Zubereiten ein. Ein exotischer Duft zieht durch die Küche und aus dem Fenster in den Garten. Es darf nicht so lange dauern, ne?
Was passiert jetzt? Jetzt kommt die Sambal Bali. So ungefähr halbe Tier. Sambal Bali mischt sich jeder am Tisch selbst unter das Hühnerfleisch und den Reis. Mit den Fingern natürlich. Himmelstreppen nennen die Balinesen ihre Reisfelder. Sie sind der ganze Stolz der Dörfer und ihr wichtigstes Kapital. Sie haben eines der effektivsten Terrassen- und Reisanbausysteme entwickelt. Und selbst Experten sind sich einig, dass auch moderne Produktionsmittel keine höheren Erträge bringen würden. Zwanzig Tage ist die junge Pflanze im Saatbeet herangereift. Jetzt wird sie in den lehmhaltigen Boden umgesetzt. Reis ist eine Rispenpflanze wie unser Hafer und muss nass angebaut, ständig mit Wasser bedeckt sein. Das scheinbar einfache, aber doch komplizierte Bewässerungssystem funktioniert nur im Teamwork. Die Reisanbaugenossenschaft, der Subak, sorgt dafür, dass das Wasser gerecht verteilt wird und über Kanäle in alle Felder fließt. 5 Wochen vor der Ernte wird das Feld trockengelegt. Die Bauern bringen die Ernte nicht alleine ein. Zum einen hilft die ganze Familie mit. Meist tun sich mehrere Bauern zusammen und ernten ihre Felder gemeinsam. Aus den Terrassen werden die von Hand geschnittenen Ähren zum Dreschplatz gebracht. Seit den 70er Jahren wird auf Bali hauptsächlich der Hybridreis angebaut, um die Selbstversorgung zu ermöglichen. Der traditionelle Padi Bali ist zur Delikatesse geworden. Der Hybridreis hat fettere Ähren, größere Körner und es sind 3 Ernten im Jahr möglich. Das heißt aber auch, 3-mal das Feld bestellen und pflegen. Es ist harte Arbeit. Die Bauern beklagen sich dennoch nicht. Im Gegenteil. Sie danken ihrer Reisgöttin Devi Sri für jede Ernte.